Hans Ritz, so wie man hier hinten noch schauen kann, seid ihr momentan wieder am Büfen. Was ist das Spezielle an diesem neuen Gebäude? Ja, sicher speziell ist, dass das Volkshaus ist. Das Volkshaus ist 1895 gebaut worden, hat mehrere Epochen erlebt, habe ich 2011 erworben und jetzt wieder ein Projekt gemacht, für hier im Stadtzentrum etwas Spezielles zu bauen. Was sind denn bautechnisch vielleicht die Herausforderungen gewesen? Es ist ja sehr zentral. Man hat auch die Terrasse weggetan vom Restaurant Alpina. Wo sind die Herausforderungen gewesen? Ja, bautechnisch ist sicher eine sehr grosse Herausforderung gewesen. Das fängt da eigentlich schon mit dem Grundwasser. Oder hier im Zentrum Bahnhof und Umgebung ist der Grundwasserstand sehr hoch und dementsprechend braucht es die notwendigen Massnahmen. Weiter ist natürlich, an das Gebäude, ein Volkshaus, kann man nicht irgendein Gebäude bauen. Und dementsprechend, städtebaulich, glaube ich, haben wir es geschafft, ein gutes Bauwerk zu erstellen. Und weiterhin, oder ganz wichtig, ist sicher, wenn man hier im Zentrum baut, ist es sicher die Heizung. Oder? Das Althotel oder das Restaurant hat eine Ölheizung. Und neu, die wir alles mit Energienetz anschließen. Warum habt ihr genau da drin investiert und nicht zum Beispiel alte Wohnungen saniert oder in andere Neubauten? Ja, ich glaube, grundsätzlich müssen wir sich überlegen, baut man ausserhalb an der Peripherie oder in Snatisch oder Brig, in der Biele oder in Masek oder so, oder baut man im Zentrum. Und wenn man im Zentrum baut, bin ich der Meinung, dass man ganz einen guten Standort auswählen muss. Und dementsprechend auch die speziellen Gebäude wie jetzt eben das Alpina oder sicher ein gutes Beispiel ist das Zentrum Busch gewesen, wo wir jetzt die letzten 3-4 Jahre haben renoviert oder neu gebaut oder nachher das Alte mit dem Neuen verbinden lassen. Und ich bin der Überzeugung, dass das sehr gut ist, uns auch. Was sind das genau für Wohnungen? Also mit der Attika sind ja das 5 Stöcke. Wer ziegelt da drin? Also sind das eher für Familien oder doch Büroräume? Ja, es ist beides möglich, aber wir haben eigentlich das Projekt so, dass wir vor allem Familienwohnungen geplant haben. Die sind sicher nicht günstig, aber sind preiswert. Oder? Eine 5,5-Zimmer-Wohnung kostet 1,2 Millionen, aber ist total gerechtfertigt. Darunter hat es 2,5- und 3,5-Zimmer-Wohnungen ab 500'000. Was passiert mit dem Restaurant Alpina? Ist das jetzt ganz weg oder kann man gleich noch einen Kaffee trinken? Ja, momentan kann man da nur einen Kaffee trinken. Wir sind aber ganz offen noch. Wir haben verschiedene Varianten auf dem Tisch, was aus dem Erdgeschoss passiert. Oder? Eine Variante ist sicher, dass man ein grosses Restaurant würde machen würde. Das sind ca. 400 Quadratmeter. Die Variante 2 ist sicher auch, dass man Geschäftslokalitäten drin tut. Oder drittens ist es sicher auch möglich, mit Büroräumlichkeiten einen guten Weg zu finden. Denkt ihr, dass ihr mit diesem neuen Büro auch das Quartier aufwerten könnt? Ja, das ist sicher so. Oder? Jetzt haben da verschiedene Geschäfte die Türen geschlossen. Und mit diesem Gebäude bin ich der Überzeugung, dass das sicher eine grosse Aufwertung wird sein, hier um die Simplon-Halle herum. Und dementsprechend hat man die grosse Wohnung gebaut. Und sicher gibt es auch noch Varianten, wenn die Fernfachhochschule da ist, dass das ganze Quartier aufgelebt wird. Also man kann sagen, es ist ein historischer Bau, weil es ist ganz ein neues Gebäude, wo man sich da dran probiert. So etwas gibt es im ganzen Oberwallis eigentlich noch gar nicht. Ja, sicher eben von der Konstruktion her ist das so. Wir haben unten die Tischstellhalle, die bestehend war. Und dementsprechend hat man schauen, was kann man da drauf bauen, oder? Und dann, meine Projektleiter sind dort zur Lesung gekommen, dass man einen modernen Holzständer erstellen will. Durch das ist die Tragkonstruktion weniger schwer und dementsprechend hat man auch die Tischstellhalle so lassen. Und das ist sicher ja, aber fast geschichtlich, dass man an das Alpina dran jetzt einen neuzeitlichen Städtebau in Holzkonstruktion erstellt. Ja, Brig ist ja eine Stadt, die immer wieder gerühmt wird für das Energiemanagement. Wie sieht es jetzt mit dem bei uns? Also, gibt es da Minergie nachher? Das wäre ein Minergie-Standort von der Isolation her.
Und aber wir haben, wie ich vorher erwähnt habe, die L hat sich vergessen und die einfach das ganze Gebäude am Energienetz von der Stadtgemeinde Brickleis anschließen. Jetzt habt ihr ja in den letzten Jahren einen Haufen Gebäude, aber seid euch viel ins Zentrum verschoben. Ein bisschen. Kann das eigentlich das mit der Zweitwohnungsinitiative ein bisschen zusammen? Ja, das ist ein hundertprozentiger Grund. Oder? Es ist ja so, dass ich vorher im ganzen Oberwallis verschiedentlich da und da gebaut habe. Heute ist es einfach so, dass man in den Zweitwohnungsorten, in den Touristenorten nicht mehr bauen kann, normalerweise. Oder ganz wenig. Und dementsprechend hat sich das alles zusammen in die Altgemeinde, in Notensprig, Fisch konzentriert. Und das ist klar, das ist eine Auswirkung.